Er ist einer, der Debatten gerne mal anheizt. SPD-Vize Ralf Stegner. Was denkt er? Wie weit dürfen Medien das dann noch zuspitzen? Für Zapp schaut er sich Texttafeln an. Erstes Beispiel, ein langer Tweet. Thema Enteignung für bezahlbaren Wohnraum. Auf der Tafel verdichtet zu einem Halbsatz. Enteignung als Notwehrrecht für handlungsfähigen Staat. Klarheit ist gut, Verständlichkeit auch. Das ist zulässige Polemik zwischen demokratischen Parteien, da ging es nichts zu sagen. Das nächste Zitat, nicht verkürzt, aber der Zusammenhang fehlt. So provoziert's. Ein Diesel-SUV, das nur wenige Kilometer genutzt wird, ist umweltfreundlicher als der Kleinwagen mit hoher Fahrleistung. Der hat das sicherlich ein bisschen anders sagen wollen, aber Pech gehabt, dass das den Spott der Konkurrenz findet. Da darf er sich nicht beschweren, zumal er ja auch ein sehr zugespitzter Formulierer selber ist. Und insofern finde ich, das gehört zum Geschäft dazu. Wem es zu warm in der Küche ist, der soll nicht Koch werden. Zuspitzungen für Stegner okay. Manches werde aber auch bewusst verdreht. Ein Tweet aus dem Jahr 2016 verfolgt Stegner bis heute. Fakt bleibt, man muss Positionen und Personal der Rechtspopulisten attackieren, weil sie gestrig, intolerant, rechtsaußen und gefährlich sind. Das rechte Portal PI News nutzte das Zitat, um Stegner für einen Anschlag auf einen AfD-Politiker verantwortlich zu machen. Das missbrauchen die jetzt ständig zu behaupten, man würde zur Gewalt gegen sie aufrufen. Das ist ein Missbrauch. Offenkundig das Gegenteil, was gemeint ist, auch in der Verkürzung nicht zulässig, weil ich in vielen Äußerungen immer klar gesagt habe, dass ich Gewalt ablehne in jedweder Form. So funktionieren Texttafeln oder Kacheln. Scheinbar transportieren sie wörtliche Zitate. Tatsächlich aber sind diese oft verkürzt, der Kontext fehlt, manche gar verfälscht. So auch im Fall Linnemann. Der CDU-Politiker hatte der Rheinischen Post ein Interview gegeben. Darin sagte er, dass Kinder, die kaum Deutsch können, auf einer Grundschule noch nichts zu suchen hätten. Die dpa griff diese Aussage auf, spitzte sie zu mit folgendem Titel. CDU-Politiker. Grundschulverbot für Kinder, die kein Deutsch können. Als die Journalisten bei der Rheinischen Post die Kachel sahen, waren sie überrascht. Unser erster Impuls war, auweia, das werden die bereuen. Die Meldung verbreitete sich in Windeseile und mit ihr die Empörung im Netz. Dumpfbacken, populistischer Unfug, rassistisch. Schnell berichten Medien über den Aufreger. Carsten Linnemann sorgt mit Grundschulaussage für Empörung. Kein Deutsch, keine Einschulung. Eva Quartbeck mag eigentlich Zuspitzungen. Nur so bekomme man in den sozialen Medien Aufmerksamkeit für die eigenen Inhalte. Aber man darf sie nicht unzulässig zuspitzen und man muss sich auch selber prüfen, ob man mit der Art und Weise, wie man zuspitzt, nicht Missverständnisse produziert. Und ein Wort wie das Grundschulverbot produziert natürlich Missverständnisse und rückt auch denjenigen, der das gesagt hat, einfach in eine falsche Ecke. Linnemann habe eine Vorschulpflicht gefordert, kein Grundschulverbot. Gerade seriöse Medien sollten hier sauber sein. Weil wir mit diesen Meldungen auffallen wollen, lassen wir uns dazu herab, immer steiler, immer schriller zu werden. Nein, das sollten wir natürlich nicht tun. Die Verlockung ist allerdings groß im Kampf um die Aufmerksamkeit im Netz. Auch die Tagesschau verbreitet ihre Inhalte längst bei Facebook, Twitter und Instagram. So gut es geht jedenfalls. Wir können bei Instagram nicht einen kompletten Nachrichtenüberblick liefern. Aber wir können den Menschen, die dort unterwegs sind, eben zeigen, Tagesschau ist eine Marke für Nachrichten. Und wer sich dafür interessiert, kann unser Gesamtangebot eben auch nutzen, auf anderen Kanälen nutzen. Ein Mittel, um Aufmerksamkeit zu erregen, auch hier. Kacheln mit maximal verkürztem Text. Es ist immer eine Gratwanderung zwischen Verknappung und Kontext. Journalismus, finde ich, ist insgesamt immer eine Gratwanderung, weil man ja, es unheimlich schwer ist, das gesamte Bild abzubilden. Und so passieren ab und zu Fehler. Auf Twitter entschuldigt sich der Nachrichtenchef der dpa ausführlich. Linnemann hat nicht von einem Grundschulverbot gesprochen. Wir haben mit dieser selbstgewählten Formulierung die Äußerungen über ein journalistisch zulässiges Maß hinaus zugespitzt. Das bedauern wir. Ein richtiger Schritt, findet auch Eva Quartbeck. Denn umso wichtiger ist natürlich, dass die klassischen Medien ihr Geschäft entsprechend seriös betreiben und nicht selber eine Instagramisierung für sich zulassen. Die einfache Botschaft kann nur die Hinleitung zur Differenzierung sein. Wie gut müssen Grundschüler Deutsch können? Viele Zeitungen haben diese Frage dann doch noch erörtert.
So hat eine reißerische Verfälschung am Ende zu einer ausgewogenen Debatte geführt. Man muss auch immer bedenken, neben der virtuellen Welt gibt es immer auch die reale. Und beides muss betrachtet werden. Und manche Aufregung ist, wie gesagt, ein Schützstürmchen im Wasserglas.